Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das Coronavirus ist in aller Munde. Viele Menschen machen Hamsterkäufe und die Regale sind leer. Wir wollen nun einmal in die Tiefkühlregale gucken. Denn am 6. März ist Tag der Tiefkühlkost. Wir haben uns umgehört, ob die Menschen sich schon mit Tiefkühlkost eingedeckt haben. Nee, warum? Muss man nicht. Die haben auch im Fernsehen gesagt, dass das jemand... Man muss nicht so viel Vorrat haben. Also... Ich habe, was ich gerade so brauche und ein bisschen was drüber und mehr gibt's nicht. Nö, haben wir nicht. Brauchen wir ja auch nicht. Eigentlich gibt's da immer was. Nö, eigentlich kein Risiko oder so. Nein, ich habe nur das notwendigste Fisch, Gemüse und ich mache mir da keine Sorgen und keine Panik. Jetzt habe ich mir gerade Früchte geholt. Also was ich brauche, 1-2 Tüten hat man immer, weil man ja jeden Tag Essen kochen muss. Ansonsten. Nee. Na, mir ist eingedeckt. Und ich nehme das gar nicht so brutal. Nee, ich halte davon nicht. Das, was ich immer kaufe, kaufe ich jetzt. Also, Panik machen. Auf keinen Fall. Nein, ich habe mich nicht eingedeckt. Alles gut. Nee, gar nicht habe ich. Also ich habe auch keine Dose, aber weiß ich, was die Leute alle kaufen, habe ich nicht, nee. Müsste man, oder? Nee. Ach, finde ich Quatsch. Nein, habe ich nicht. Weil wir haben einen gewissen Vorrat und ich kann auch mit Lebensmitteln haushalten und ich bin da nicht so panisch. Nee, eigentlich noch nicht. Also ich habe da eigentlich kein Problem. Ich habe sehr viel zu Hause selber auch eingeweckt, aber ansonsten mache ich mir noch keinen Stress. Ich hasse Tiefkühlkost und ich werde es wegen Corona auch nicht ändern. Nee, ich mache keine Panikkäufe. Nee, brauche ich nicht. Ich kaufe jeden Tag. Und so schlimm wird er wahrscheinlich nicht sein.